herzlich willkommen. Wie man sieht, sitze ich hier gerade auf unserem neuen Prachtstück. Das ist eine Treppe, die praktisch vom Innenhof zur Ladengasse hochgeht und vor allem als Fluchtweg dient, wenn irgendwas passiert, dass hier alle Leute schnell das Museum wieder verlassen können. Ja, die hatten hier vor ein paar Jahren mit Schiefer belegt, das war nicht so gut, hat sich der Schiefer wieder abgelöst und jetzt ist es erfreulicherweise von einem Museumsmitarbeiter wieder richtig schön betoniert worden. Jetzt schauen wir uns die mal an. Ansonsten gibt es diverse Arbeiten, die momentan passieren. Einmal unser Dachdecker, haben jetzt Gott sei Dank die Feldscheune verlassen. Und wenn das Gerüst schon steht, nutzen wir natürlich die Chance, auch das Hofgebäude an der Rückseite gegenüber von der Waldbühne neu zu streichen. Und im Garten unten haben wir noch eine Firma, die uns unsere Obstbäume schneidet, damit wir die nächsten Jahre wieder richtig viele schöne Äpfel zum Kältetag haben. Sonst momentan nicht so wahnsinnig viel Neues. Ich wollte eigentlich heute die blühenden Obstbäume filmen, aber die sind nicht so richtig weit. Ja, 118 Obstbäume in fünf Tagen. Ja, waren alle verwachsen, 3 Jahre nicht mehr geschnitten, Haufen Grünzeug weggefahren, jetzt können sie nochmal treiben, ja. Dann gibt es nächstes Jahr dann wieder eine richtige Ernte. Nächstes Jahr gibt es wieder Ernte, ja. Dieses Jahr wohl eher sparsamer. Eher sparsamer, genau. Ich habe auch ein paar Bäume, 2 große Bäume, die quitten. Da hinten steht eine, die fängt an zu blühen. Mhm. Und da unten steht eine, die fängt an zu blühen. Die habe ich stehen lassen, komplett. Allein auch schon für die Bienen jetzt, damit die was zu tun haben. Ja. Die kann man dann beim nächsten Mal mitschneiden. Sonst beschweren sich die Imker hier dann. Das ist keine Ernte, genau. Was ist denn hier? Ist da eine Wand? Ah, da ist noch einer dran, ja. Nee, muss ich schon. Okay. Und nicht vergessen, unseren Kanal abonnieren.